Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Opa Zorg Transport Fieber. Die verteilen sich jetzt hier schon relativ gut. Wobei hier oben noch ein bisschen was wartet. Was haben wir hier noch? Höhenlinien? Ja. Schiffbare Gewässer. Okay. Geschwindigkeit der Gleise. Straßenverkehr. Ist hier oben schon relativ hoch. Ja, okay. Sind wir schon fast ausgelastet. So, hier kommen jetzt die ersten Boote an. Oder auch nicht. Du hast Brote dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir es von hier eine Zugstrecke nach da legen. Komm, nehmen wir doch einen Kredit auf. Bahnhof, Kopfbahnhof, Bahnhof, Kopfbahnhof, Bahnhof, Bahnhof. 320 Meter lang. Höhenlinien. Dann kommen wir jetzt dann dort nicht mehr rüber. Wenn man sagen wir mal von hier nach da fahren, außenrum da hoch, hier hoch, da hoch, da hoch. Da lang, hier rum, da. Das heißt, wir müssten ungefähr den Bahnhof trotzdem hier hinsetzen. Kommen wir jetzt hier noch irgendwie. Aber wir kommen noch rüber. Und den anderen Bahnhof. 320 Kilometer lang. Meter meine ich. Meter, 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 Meter. Setzen wir so um, dass wir dann um den Berg hinten rumfahren. So. Müssen wir jetzt hin? Aber wir fangen am besten mal von hier an. Hier über den Berg. Bisschen schwierig hier umzukommen. Aber das schaffen wir. Straße ran. Die Frage ist jetzt, schließt man so an. Perfekt. Dann braucht man Straße.
Straße, Haltestelle. Für Züge? Nee, nicht für Züge. Depot auch nicht. Hä? Cargo? Straße? Depot? Ah, da. Straße. Gut, jetzt bräuchten wir, wir machen eventuell leichten Gewinn. 8 und 14. Wie sieht das hier aus mit der Abdeckung? Wildeck? Mittelmäßig. 30%. Aber jetzt kommen wir und fangen jetzt hier an, Bushaltestellen zu bauen. Also du fährst von hier aus los. Hältst einmal da. Hältst mal dort. Dort. Und dort. Haben wir alles drin. So, du fährst von hier aus los. Fährst von dort aus los, hältst da. Da. Nochmal, da nochmal und da. Der war auf der falschen Seite, ne? So, neue Linie. Von da nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Oh ne, warte mal, die 4 muss wieder raus. So. Das ist... Ne, satt nicht. Stadt. Großkampenbörsch. Haben wir. Neue Linie. Von da nach da nach da nach da nach da. Stadt Wildeck. Haben wir auch das. Neue Linie. Von Wildeck nach Großkampenberg. Wildeck. Großkampenberg. Haben wir auch die drin. Ach so, ein Depot brauchen wir auch noch für Züge. Zack. Züge kaufen. Wow, da haben wir gar nichts. Nehmen wir den. Personenwagen. 14. Nicht genug Geld. Müssen wir tatsächlich noch einen Kredit aufnehmen.
Noch ein. Linie zu holen. Dahin. Straßenfahrzeuge kaufen. Pferdekutsche, Passagiere 4. Alles das gleiche. So, die blaue Linie. Noch mehr Geld. 1, 2, 3, 4, 5. Auf Stadt Blau. Und ein helles Blau. 1, 2, 3, 4, 5. Auf ein helles Blau. Takt. Sieht ganz gut aus. So, das heißt Wildeck. 2% schlecht. Großkampenberg. Mittelmäßig. So, die merken jetzt. Oh, wir werden angeschlossen und schon wird hier Geschäftsgebäude ausgebaut. Noch ein Geschäftsgebäude ausgebaut und ein Industrie wird ausgebaut. Sehr schön. Und hier haben die es auch schon gemerkt, dass sie angeschlossen werden. Hier drüben. Na, die bauen Wohnhäuser. Hier Kampenberg 39 Wildeck könnte ein bisschen mehr gebrauchen. So, und da haben wir die ersten Passagiere stehen. 3% der Einwohner, die mindestens einer Linie was erhalten. Enthalten. 3% der Bevölkerung fährt mit uns. Es ist noch nicht viel. Aber die Bevölkerung merkt das hier trotzdem. Wir werden angeschlossen. Wir werden dann mit ihr fahren. Hoffe ich doch mal. Wildeck, Großkampenberg, der Zug. Er kostet natürlich einiges. Das ist die schlechteste Linie, die wir haben. Rot. Großkampenberg. 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 Großkampenberg oder Großkampenberg? Großkampenberg. So, Großkampenberg. Wir brauchen für Großkampenberg könnten wir eventuell ein paar mehr Fahrzeuge gebrauchen, weil der Weg ist natürlich da hinten hin relativ lang, aber die kommen jetzt gerade allein hier wieder. Du bringst die ersten zwei Passagiere hier rüber zu unserem netten kleinen Züglein. ₹562 bringt dir das ein. Da warten drei, du hast Platz für 4. Passt. Straßenfahrzeug, nein, Wildeck. 6% schlecht, mittelmäßig. 7% schlecht, 30% mittelmäßig.
Schlecht und mittelmäßig. Schlecht und schlecht. Toll. Aber dafür kommt ihr jetzt hier, die ganzen Kampenberger kommen jetzt hier an. Perfektimussimo. Also muss das sein. Die ersten zwei Passagiere. Du quälst dich im Berg hoch. Aber auch hier hinten stehen es die ersten Passagiere. Da sind schon drei. Und du nimmst mit alle. Auch schon welche. Da stehen vier. Wie viel kannst du mitnehmen? Alle. Und hier stehen. Oh, da stehen sogar schon sechs. Und bevor die mir hier irgendwie dumm kommen. Ich hätte das ganz gerne da angeschlossen. Nicht, dass ihr hier irgendwelche Schmarrn macht. Man weiß es ja nie. Hier drüben baut sich ein Wohnhaus. Diagramme. Bevölkerung wächst. Acht Leute stehen da bereits. Aber können wir eigentlich hier, sagen wir mal, hier könnten wir einen Ausweich bauen. Wo die sich die beiden Züge, wenn wir halt einen zweiten Zug drauf setzen, wo sich die Züge halt akquirieren können, beziehungsweise überholen. Auch dort wird ein Wohnhaus gebaut, da warten zwei. Da sind zehn. Das ist der Zug, der könnte dann schon relativ gut gefüllt fahren. 210.000 minus macht uns die ganze Geschichte hier. Wow. Heftiger Mist. Und ein kleines Möhnhäusler. So, da kommt unser netter kleiner Zug an. 0 von 56 und der nimmt jetzt mit 19 Leute. Hat hier drüben schon stehen 12. Aber das läuft anscheinend relativ gut. Kampenberg fährt mit 37 von 40. Wilde kann hier auch, er kann 4 Produktion. Wir könnten dort mehr vertragen. Dieses Geschwindigkeit sind natürlich sehr im roten Bereich. Hier ist auch schon relativ hoher Verkehr. Hier ist zwar Verkehr, aber noch nicht hoch. Also da könnten wir ruhig noch ein bisschen mehr drauf setzen. Unsere Getreidebrotlinie und Brot Wildeck. Machen hier ein bisschen zu wenig. Wir kommen da gerade mal auf mittelmäßig. Das heißt, wir könnten da oben
definitiv noch mal eine ganze Ecke raus prügeln. Oh, der Zug kommt an. Pause. Er kommt jetzt hier an mit 19, nimmt hier 19 mit und die Einnahmen sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Opa zockt Transport Fever. Ich bedanke mich. Ciao.